Halli und hallo und willkommen zurück bei einer neuen Episode mit God of War. Wir sind gerade dabei, den Drachen, der draußen im Freien angekettet ist, zu befreien. Ob das so eine gute Idee ist, keine Ahnung. Aber wir müssen dafür noch einen Drachenschrein finden und ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Aber vielleicht haben wir Glück und wir finden irgendwas. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. So, na gut, schwimmen können wir nicht. Da muss hier, schätze ich mal, irgendwie das Wasser weg. Das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch echt ganz gut aus. Hier geht es definitiv mal weiter. Ach, und hier schon wieder. Ah, scheiß Mistviecher. What the fuck ist denn jetzt los? Bleib du stehen. Oh, da unten stehen auch noch ein paar. Aber gut, euch kann ich momentan zumindest mal in Ruhe lassen. Ich will mir einfach nur den Stuff da hinten mitnehmen. Oh, aber das ist schon jetzt schon aufgehoben. Ach nee, da ist es. Meins. Ach, gutes altes Hack. Und noch ein Horn. Fehlt nur noch eins. Junge, hierher. Ja. Echt mal, Junge. Mach hinne. Der Zwergenkönig hat seine Untertanen Drachen in Monster jagen lassen? Wir haben die Bestie mit einem Rehkitz angelockt. Seine Schreie halten durch die Morgenluft. Es dauerte nicht lange, bis der Todeshammer kam. Der Geruch von verbranntem Gras, die Geräusche des sterbenden Tieres, die Todesangst. Vielen drehte sich der Magen um. Als er auf die Lichtung kam, griffen wir schnell an. Die Vorhut war sofort tot, zu Asche verbrannt. Die Jagd ging sofort weiter und wir führten den wütenden Troll an den See der Neun. Wir verloren 30 weitere Männer und überwältigten ihn schließlich. Bei unserer Rückkehr rief König Mozognir Feierlichkeiten über eine Woche aus. Wenige nahmen teil, doch dies lag nicht am mangelnden Stolz auf den Sieg. Die Bevölkerung von Veogard war gerade um ein Viertel gesunken. Ich fürchte, diese traurige Begebenheit war dem Zwerg entgangen. Seltsam. Wieder mal Berthold. Okay, Leute, was geben wir euch ab? Hä? Voll in den Rücken. Ach, immer mit euren Blocken, ey. Au! Und tschüss, mein Freund. Ja, aber sowas von. So. Okay, gibt's hier noch irgendwas, mal abgesehen von der dicken, fetten Tür? Kann das da oben runterschießen? Ja, kann ich. Ein bisschen Hack. Okay. Vater, das solltest du dir ansehen. Man kann ihn mit Sollte dem ich echt? Befreien. Er wird angreifen. Ich weiß, aber es fühlt sich so falsch an, etwas so einzusprechen. Wieder deine Gefühle, Junge. Oh, das ist ein Troll. Du weißt nicht, was sie denken. Ich schon. Ignoriere es und mach dich bereit. Geht klar.
Okay, wir müssen den echt rauslassen. Das finde ich aber nicht gut. Vorher mal abchecken, was hier drin ist. Okay, hier kann ich mich heilen. Jetzt mal grob einfach weitergehen, wird nicht gehen, oder? Ne, denn hier kann ich noch nichts machen. Was ist hier? Gar nichts. Ja, wow. Bringt mir ja mega viel. Okay, na dann, Mr. Trollface. Los geht's. Daudi Hammer. Eisch. Wer hat schon erwartet, dass der beim zu springen anfängt? Ha, unterbrochen. Aua. Fuck, ich stehe direkt im Feuer, das ist auch nicht so mega geil. Mach doch nicht alles kaputt hier, aua. What the fuck ist jetzt passiert? Ich muss echt mal, mal ein bisschen draufhauen hier. So, das hat doch mal ein bisschen Damage gemacht und mich gleichzeitig auch wieder geheilt. Finde ich wunderbar. Oh, Scheiße. Ich mach deine Wölfe los. Immer dieses scheiß Feuer, ey. Wahnsinnig auf mir. Oh nein! Okay, jetzt geht's. Soll ich ihn das drücken? Feuerklotz auf dem Kopf. So beendet man den Kampf. Oh yeah. Was denkt die Bestie jetzt? Naja, nicht. Aber er war dankbar für einen toten Kampf, anstatt den Titel zu verrotten. So, was finden wir hier alles Feines? Du hast gut gekämpft. Danke, Vater. Hornheim Dahlens. Empfessen Sie einen Angriff, der Betäubungsschaden verursacht und Gegner zurückstößt. Mal angucken. Was habe ich hier gerade? Ach nee, das lassen wir so. Das lassen wir so. Okay, hier ist zu jetzt auf einmal. Das hier nehmen wir mit. So, kann ich hier jetzt durch? Ja, kann ich. Sehr schön. Ist ja wunderbar. Leichter Runenangriff. Okay. Ein mächtiger Axtwurf, der alle Gegner in seinem Bann, in seiner Bahn niedermäht. Ich möchte eigentlich sowieso mal tauschen. Denn dieser. Das war doch das, oder? Nee, das war der Schildangriff. Der ist ja eigentlich ganz cool. Aber ich möchte gerne das hier austauschen, denn irgendwie werde ich damit nicht so wirklich warm. Gehen wir hier wieder auf das. So. Darunter wäre nicht so geil. Okay, das ist nix. Wo kommen wir jetzt raus? Frische Luft tut gut. Jetzt sind wir wieder hier. Habe ich irgendwo einen verfickten Schrein übersehen? Hä? Wir
Mal, der visiert auch direkt. Nee, Quatsch. Was laber ich denn? Bin ich echt so dermaßen verwirrt momentan? Hä? Bin ich echt zu dämlich, um die Karte zu lesen? Nee, ich bin ja hier. Dann muss das hier ja irgendwo in die Richtung da hinten sein. Ja, anscheinend, ne? Toll. Alles umsonst. Vielleicht muss ich hier hoch. Ja, das sieht doch gut aus. Und ich hau natürlich voll an. Na, überall bitte. Lass die scheiß Heilung. Ja, ich hab's bemerkt. Oh. So. So. Damit ist der dritte Schrein zerstört. Ja, endlich. Du bitte mal deine verdammten Blitze lassen. Ich will dir doch nur helfen. Mein Gott, ist das wirklich so schwer verständlich? Ja. Ja, was passiert denn jetzt? Achso. Soll ich irgendwie mithelfen? Nee, doch nicht. Bitte friss uns nicht. Junge, mach dich bereit. Nee, der ist doch freundlich. Der checkt das schon, dass wir ihm geholfen haben. Das sage ich doch. Der checkt das schon. Gern geschehen. Ta-ta-ta-ta. Brillantes Zeichen des Drachen. Ein 30-sekündiger Sprint gewährt unaufhaltsame Aura, was Unterbrechungen durch gegnerische Angriffe verhindert. Und ein Drachengefallen erledigt. Sehr schön. Ein von drei Drachen befreit. Ja, ist ja wunderbar. Ja, hallo, wo kommst du denn her? Und weg mit dir. Okay, jetzt frage ich mich aber gerade so ein bisschen, kann ich jetzt noch irgendwas anderes machen? Ach, Moment mal, wir hatten ja hinten noch die eine Truhe, wo mir noch eine Rune fehlte. Und hier schätze ich mal auch das letzte Horn. Davon haben wir jetzt einen kompletten Satz. Chaye. So, aber immer noch fehlt mir eine Rune für die Truhe da oben. So, jetzt haben wir hier mal nochmal nachgucken. Hier ist das Tor. Okay, da komme ich von hier aus, glaube ich, doch nicht hin, so wie ich eigentlich vermutet hatte. Das ist ja doof. Aber stimmt, wir können ja wieder zurück zum Geist, da wir ja die Statue zerstört haben. Trotzdem möchte ich noch gerne die dritte und letzte Rune finden. Die muss ja irgendwo hier sein. Dann kann ich runterspringen, will ich aber nicht. Das ist nix. Ah! Was sehe ich denn da hinten? Ta-ta-ta-ta! So, die Truhe war doch hier irgendwo. Ja. Ein bisschen Blutmet. Aber wir fehlen noch zwei. Zwei Hörner davon. Und ohne die kann ich nichts anfangen. Weil hatten wir hier nicht auch irgendwo einen
War doch hier unten, oder? Wo der Shortcut war, dass wir gleich wieder zum Strand runterkommen. Das sollte doch hier gewesen sein. Ja. Also, was ist mit den Leuten passiert, die hier lebten? Folge den Hinweisen, Junge. Klar, klar, den Hinweisen folgen. Na gut, also, da war ein böser Zwergenkönig und er ließ all diese Leute Monster jagen. Die Leute sperrten sie in Käfige. Und dann? Keine Ahnung. Uns fehlt noch ein Hinweis. Zurück in die Burg? Nein, da drin ist nichts mehr für uns. Aber achte weiter auf Drachen in Ketten, Junge. Vielleicht entdeckst du noch mehr über den Zwergenkönig. Jo, zwei Drachen haben wir noch zu befreien, zumindest. Wenn man der Questbeschreibung glauben darf. Wo ich mal stark davon ausgehe, dass man der glauben darf. So, das hier nehme ich mit. Wobei, ich glaube, ich war sowieso mittlerweile schon wieder voll mit Rage. Aber naja, was soll's. Wir können jedenfalls wieder zurückschippern. Und dann können wir eigentlich uns auf den Weg machen zum Schwarzen Atem. Ansonsten würde mir jetzt nicht einfallen, was es noch zu tun gäbe. Wobei eigentlich auch gerade ein bisschen doof, was ich gerade mache. Ich hätte mich auch einfach durchs Portal zurückgehen können. Wäre, glaube ich, ein bisschen schneller gewesen. Naja, was soll's. Der Weg hier war jetzt auch nicht so mega lang. Ich will ja eigentlich... Hoppala, was haben wir denn hier? Habe ich das übersehen? Na, dann hat sich das ja schon gelohnt, dass ich zu Fuß gehe. Dann hat sich das ja schon gelohnt. Wunderbar. Ach, und Brock ist ja auch wieder da. Habt ihr den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Nö. Stimmt, den habe ich ein bisschen vergessen. Moment mal. Aha, nee. Nee. Nee, nee. Okay, war glaube ich nicht auf diesem Weg. Was darf's denn diesmal sein? So, was hast du denn für mich? Clownbogenverbesserung. Okay. Vorher will ich aber ein bisschen was verkaufen. Nee, nicht Ressourcen. Hier, Artefakte. Für 15.000. Ich hoffe, du bist zufrieden. Da freut sich meine Geldbörse. Gucken wir mal, was können wir hier verbessern? Ja, hier herein. Zack. Und wir haben neue Fähigkeiten. Stimmt, die sollte ich vielleicht auch mal nachgucken. Was? Huiuiui, da kann ich auch ein bisschen was machen. Kostenmäßig sind sie alle gleich viel. Was habe ich denn jetzt momentan eigentlich gerade bei ihm ausgerüstet? Ich habe keine Ahnung. Aber hier gibt er mir anscheinend, wenn ich das hier richtig rauslese, mehr Heilungssteine. Das finde ich ja eigentlich mal ganz nett. Deswegen kannst du das gerne haben. So, und jetzt habe ich sowieso kein Geld mehr. Also wieder zurück. So, mach's gut, Brock. So, dann fahren wir zurück. Welche Geschichte wolltest du erzählen?
Da gab es eine über einen Hasen und eine Schildkröte. Wie beim Haus der Hexe? Eher nicht. Und wie geht die? Die beiden veranstalteten ein Wettrennen. Der Hase ist sich selbst. Ja, hören wir uns noch schnell die Geschichte an. Dumm. Die Schildkröte standhaft und diszipliniert. Die Schildkröte siegt. Du hast noch nicht oft Geschichten erzählt, oder? Anscheinend nicht wirklich. Aber schnell und klar auf den Punkt gekommen. So soll eine Geschichte sein. Oh ja. Ihr da. So, Geisterbuddy. Habt ihr die Statue zerstört? Die Jupp. Statue steht nicht mehr, Geist. Dann bin ich nicht mehr an diese Welt gebunden. Und kann den wahren Gott des Donners suchen. Er wird Rache erfahren. Ich danke euch vielmals. Na dann viel Spaß bei deiner Rache. Ist der tapfere Kerl, Tor ganz alleine zu suchen. Er ist ein Narr. Was hat er hinterlassen? Ein Opfer für einen der Götter. Brauchen wir das? Nein, aber die Zwerge vielleicht. Was? Wo hat er ein Opfer? Was? Wie? Wo? Hä? Tyrs Opfergabe zu Brock oder Sindri bringen. Okay, vielleicht habe ich das schon bekommen. Keine Ahnung. Weiß ja auch noch immer nicht, was ich mit den Teilen hier eigentlich mache. Das bringt auch nichts. Das ist ja alles doof. Das ist ja alles mega doof. Nein, das hier sind ja mehr so Wurzeln und nicht unbedingt die Tentakeln, die wir bei den Algen überall hatten. Ich glaube, hier geht noch nicht mehr. Schade. Okay, mal nochmal einen Blick auf die Karte. Okay, da hinten kann ich ja noch nicht lang. Da ist ja die Schlange im Weg, wenn ich die Karte hier richtig interpretiere. Hier komme ich auch noch nicht hoch. Und da kann ich da rein? Ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube es irgendwie nicht so unbedingt. Müsste ja ungefähr hier so nach hinten sein. Da war ich da nicht schon mal und da ging es dann nicht mehr weiter. War das nicht hier? Und da war es woanders. War auch so ein bisschen eisiges Gefilde war. Oder war ich hier vielleicht doch noch nicht? Nee, hier war ich definitiv noch nicht. Okay, ich dachte, hier war ich schon. Ha, na sowas aber auch. Neuer Geheimbereich. Ach, und hier sind die Minen. Und hier haben wir auch ein Türchen. Okay, dann sind wir hier jetzt ja eigentlich schon mal ziemlich richtig. Können wir die Quest hier gleich mal aktivieren. Was? Hat das jetzt Atreus gerade gesagt oder war es ihn noch? Ich habe keine Ahnung. Hier ist es aber auch. Verdammt, Fenster. Ich will nur die fucking Vase kaputt machen. Okay, hier könnten wir durch. Hier schon wieder mal was zu buddeln. Okay, aber ich glaube, wir könnten echt mal uns hier direkt zu Brock zurück teleportieren. Und dann können wir den gleich die Opfergabe übergeben und mal gucken, was das noch macht. So, da.
Sieh dir das an. Das ist ein Ast des Weltenbaums. Junge, komm nicht vom Weg ab. Klar, ja, ich weiß. Halt mal, Junge. Wir springen. So, möchte hier gehen durch. Wirklich? Ist das dein Ernst, Kratos? Mir fällt gerade auf, ich bin im ganzen Spiel, glaube ich, noch nie durch eins dieser Tore gegangen. Man soll... Bin ich jetzt gestorben? Was? Okay. Da war Springen vielleicht echt eine blöde Idee. Ja, kann schon mal passieren. Mein Gott, wer denkt sich schon, dass man gleich stirbt, wenn man nur mal eine verdammte Klippe nach unten springt? Meine Güte. Hey Block, wir haben etwas gefunden. Dir wäre entzückt, dass aus diesen Opfergaben Rüstungsteile gemacht werden. Kanntest du ihn? Wie war er so? Wen interessiert das, Junge? Dir ist tot. Lass die Vergangenheit ruhen. Der Zwerg hat recht. Ausnahmsweise. Auftrag abgeschlossen. Gerechtigkeit und Krieg. Ich brauche etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Ja, wir sind ja dabei. Mach nicht so und Stress. Und ich habe noch immer überhaupt kein Geld. Das ist scheiße. Dann bringt mir das alles hier gar nichts. Tja, dann nächstes Mal. Ja. Okay. Dann können wir wieder zurück zu den Minen. Was? Wieso kann ich hier nicht hinreisen? Was? Och, jetzt muss ich das alles wieder zu Fuß gehen. Och, ja, leck. So ne Scheiße. Ach ja, dann gehen wir halt wieder zu Fuß. Beziehungsweise schippern mit dem Boot. Ich eigentlich hier auch gleich runter, oder? Wollte hier nicht eigentlich... Normalerweise war hier nicht noch eine zweite Anlegestelle irgendwo? Oder täusche ich mich schon wieder mal komplett? Ist natürlich auch möglich. Ach, jetzt ist da wieder die Brücke unten. So, nach unten bitte. So, na geht doch. Das nehme ich mit. Und wir müssen da wieder rein. Wir wollen ja immerhin zu den Minen. Kennst du noch mehr kurze zweckdienliche Geschichten? Na schön. Da war einmal ein Pferd. Das Pferd wollte sich an seinem Feind rächen. Einem Hirsch. Doch es konnte ihn nicht allein töten. Das Pferd traf einen Jäger und sie schlossen einen Pakt. Es ließ sich Zaumzeug anlegen und erlaubte dem Mann auf seinem Rücken zu reiten. Gemeinsam töteten sie den Hirsch und das Pferd bekam seinen Sieg. Doch der Jäger ließ das Pferd nicht frei und machte es zu seinem Sklaven. Also kostete seine Rache es die Freiheit. Hoffentlich war es das wert. War es nicht. Ja, anscheinend. Aber ja, dann würde ich sagen, mit dieser famosen Geschichte beenden wir jetzt auch diese Folge. Und was genau dann in den Minen abgeht hier, sehen wir in der nächsten Episode von God of War. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und man sieht sich.